In HTML5 hat man sich endlich des Problems der Beschriftung von Abbildungen und dergleichen Dinge angenommen und mit Figure und FigCaption zwei Elemente eingeführt, die für diese Aufgabe hervorragend geeignet sind. Im Übungsmaterialordner finden Sie in Kapitel 3 unter anderem den Ordner Figure und FigCaption. Und in diesem Ordner mindestens drei Dateien, Figure and FigCaption Start, Norderhafen 01 und Norderhafen 02, also zwei Bilder, die so aussehen. Und in dieser Datei ist bereits alles soweit vorbereitet. Die zeige ich Ihnen jetzt einmal im Editor. Oben geht's los mit dem Title Figure and FigCaption. Und ein bisschen CSS ist vorbereitet, auf das wir später noch eingehen. Und hier unten ist quasi vorgestanzt die Stellen, an die Sie gleich arbeiten werden. Aber zunächst einmal möchte ich das speichern unter dem Namen Fertig und Speichern. So, jetzt geht es los mit Figure und FigCaption. Das Element Figure umgibt Bilder, Diagramme, Illustrationen, Fotos oder auch Codebeispiele und diese Elemente werden mit FigCaption beschriftet. Hier zur Übung ein Bild mit Beschriftung. Es geht also los mit Figure. Und das wird etwas weiter unten beendet. So, das ist der erste Schritt. Innerhalb von Figure kommt jetzt entweder eine Grafik, eine Tabelle, ein Codebeispiel. Ich nehme der Einfachheit halber die Grafik, die wir schon vorbereitet haben. Source ist gleich norderhafen01.jpg mit Doppel-O und Alternativtext ist Norderhafen. Den Rest lassen wir mal weg, Größe und so weiter. Das ist das Bild. Dieses Bild soll jetzt beschriftet werden mit FigCaption. So, FigCaption, der Norderhafen in Groningen. So, FigCaption. Soweit steht das. Ein Bild mit Beschriftung. Früher hat man dafür Definitionslisten verwendet oder einfach nur mehrere Divs. Jetzt gibt es ein Element Figure, also das umgibt das Ganze. Da drin ein Bild, kann auch eine Tabelle oder ein Codebeispiel sein und die Beschriftung der Norderhafen in Groningen. So, jetzt gehe ich rüber in den Explorer und habe hier die Datei fertig. Die rufe ich jetzt im Firefox auf. Und hier sehen Sie Figure und FigCaption, ein Bild mit Beschriftung. Einmal untersuchen hier, da haben wir das Figure. Und das wird hier ein bisschen gestaltet von dem schon vorbereiteten CSS. Und hier haben wir das Bild und hier haben wir FigCaption. Bemerkenswert für das Bild ganz am Rande ist hier die Anweisung Max Width 100%. Wenn ich die rausnehme, sehen Sie, dann explodiert das ein bisschen. Das steht oben im CSS, da gehen wir so nach und nach noch später drauf ein. Das ist also das Problem der Bildbeschriftung gelöst. Ich wechsle zurück in den Editor, denn man kann natürlich nicht nur ein Bild da reinsetzen, sondern deren gleich mehrere. Ich setze hier nochmal dazu, eine Class ist gleich ein Bild, damit wir die gleich auch schön unterscheiden können. Dann kopiere ich diesen Block. Eine gewisse natürliche Schreibfaulheit ist vorhanden. So, und das soll heißen zwei Bilder. Und dann brauchen wir nur noch ein zweites Bild hinzuzufügen. Das heißt sinnvollerweise Norderhafen 2JPG. Alternativtext nochmal Norderhafen. Und die Beschriftung soll bleiben, weil es handelt sich ja nach wie vor um
den Norderhafen in Groningen. Sie sehen also, es muss nicht bei einem Bild bleiben. Diese beiden Bilder werden im CSS hier oben gefloatet. Sie sehen das, zwei Bilder Image werden beide nach links gefloatet mit ein bisschen Abstand dazwischen. Und das Fig Caption unten drunter wird dann auch geklärt. Das ist hier alles schon soweit vorbereitet. Das können Sie bei Bedarf genau untersuchen. Ich habe einmal gespeichert, gehe rüber in den Browser und zeige Ihnen unten die Beschriftung. Mehrere Bilder mit Beschriftung. Die beiden stehen nebeneinander aufgrund der Floaterei. Auch das zeigen wir hier noch einmal eben. Da ist Figure Class 2 Bilder. Und die beiden Bilder nebeneinander gefloatet und Fig Caption unten drunter mit der Beschriftung von Size etwas kleiner gesetzt und Text Align Center zentriert. Das HTML bietet aufgrund dieser beiden Elemente Figure und Fig Caption semantisch sinnvolle Strukturen. Also ein Screenreader, eine Suchmaschine sieht aufgrund von Figure und Fig Caption schon, was hier Sache ist. Und gleichzeitig haben wir fürs CSS schon sehr sinnvolle Elemente, um die Sachen auch vernünftig gestalten zu können. So, Figure und Fig Caption im Überblick. Figure umschließt Objekt und Beschriftung. Das Objekt, das können Bilder, Tabellen, Codebeispiele oder sonstige Dinge sein. Fig Caption enthält die Beschriftung. Nur ein Fig Caption pro Figure ist erlaubt und es darf nicht zwischen den Elementen stehen. Es kann also oberhalb der Objekte stehen oder unterhalb, aber nicht dazwischen.